willkommen hier zu einem, ja, neuen Projekt, sagen wir so. Ja, es ist ein neues Projekt, es ist auf jeden Fall nicht sehr lang, es ist Outlast. Ja, das Horrorspiel, was gerade so am meisten im Munde ist, sagen wir es mal so. Und auch ziemlich krank ist, wie ich gehört habe. Und ja, es ist ab 18 und da ich keine 18 bin, bin ich echt gespannt, ob mich das auch wirklich richtig schocken wird. Weil ich bin jetzt eigentlich nicht so der, gleich bei jedem kleinen toten Menschen rumheult, wie, was weiß ich. Und bei Horrorfilmen, ja, tue ich jetzt auch nicht gerade. Ich wollte damit nur sagen, dass ich das mal ausprobieren wollte und das natürlich dann auch aufnehmen möchte. Und da das Spiel nur 5 Stunden Spielzeit hat, werden wir das auch hoffentlich sehr schnell durchbekommen. Und ich starte ein neues Spiel, da ich mal wegen Sounds und so getestet habe. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte, okay, und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Okay, das ist sehr nett. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Tut mir leid. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Was ich außerdem noch sagen wollte, da das Spiel ein Horrorspiel ist, habe ich mir natürlich gedacht, dass ich es nicht tagsüber aufnehme, das wäre dann irgendwie nicht mehr der Reiz. Und deswegen ist es jetzt 10 vor 1, mitten in der Nacht. Es ist dunkel, ja. Und nur, dass ihr wisst, dass ich hier nicht so eine kleine Pussy bin, die tagsüber aufnimmt, hier so Horrorspiele. Egal, weiter geht's. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Okay, alles klar. Ich muss mir hier kurz mein Headset ein bisschen leiser drehen, weil laut. So. Und da geht's auch schon los. Wir fahren ein Auto. Und hören englisches Radio, wo wir natürlich nichts verstehen. Ich habe extra den Sound von so normal ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, das passt so. Weil ich kann mir vorstellen, dass ein paar laute Stellen im Spiel kommen. So Schockmomente. Kann ich mir echt vorstellen. Also ich habe das Spiel noch gar nicht gespielt. Ich habe jetzt nur so ein paar Sekunden halt reingespielt. Wo ich dann halt sehen konnte, wegen Lautstärke und so. Muss man ja immer gucken. Ich versuche mich auch hier mit dem Reden ein bisschen bei guter Laune zu halten. Also hier Mount Massive Asyl, okay. Ist halt diese Nervenanstalt. Nervenheilanstalt. Also hier mit verrückten Leuten und so. So. Also wir können schon mal die Kamera hier ein bisschen bewegen. Sehr smoothie. Ich habe auch V-Sync und alles ausgemacht, weil das stört mich selber. So, erstmal aussteigen hier. Unsere Akten mitnehmen. Okay, ich lese die Einträge einfach vor. Das interessiert mich selber, die Geschichte. Ist ja sehr, sehr kurz, die Story, deswegen möchte ich da auch alles von mitnehmen. So, das ist alles eigentlich egal. Illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric System in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Alles klar, also dass irgendwas von Gang gegangen, was nicht so hätte laufen sollen. Kommt mir so vor. Hier haben wir einen Camcorder. Alles klar, nice. Okay, wir können auch zoomen. Weiß nicht, ob ich das benutzen werde, weil ich schaue nicht gerne dahin, wo dann irgendwelche gruseligen Sachen sind. Schaue ich nicht extra noch, zoome ich nicht noch hin. Ich
habe auch ein paar Details runtergestellt, also die Texturen sind jetzt nicht auf alles auf höchster Grafik. Deine Ziele werden in deinem Notizblock-Tabulator. Okay, alles klar. Aktualisiert, du findest dort deine Notizen N und sammelst Dokumente J, also N. Notizen habe ich noch keine. J. Der Informant. Alles klar. Nice. Okay. Also, sieht schon mal ziemlich nice aus. Ah, okay, auf rechts kann ich die Dinge auswählen. Mausrad natürlich zoomen, wer hätte das erwartet? Was gibt's hier so? Ein PC, okay, hin ducken. Achso, hier mit Steuerung kann man sich ducken. Oh, aber ziemlich tief ducken. Ach, dann kann man sich nach links lehnen, nach rechts lehnen. Ich schaue hier gerade mal die Steuerung so ein bisschen durch. Was war denn da? Ah, okay, auf R nachladen. Batterien nachladen. Wie in den Ego-Shootern. So, was ist denn hier los? Bisschen Angst einflößen, muss ich sagen. Okay, hier kommen wir nicht durch. Lol. Okay, das ist mies. Da hinten kommen wir dann offensichtlich auch nicht durch. Kommen wir hier durch. Die linke Maustaste. Okay, hier kommen. Linke Maustaste. Was war jetzt mit halten? Achso, dann können wir sie selber aufmachen. Drücke rechte Maustaste, um deinen Camcorder bereit zu machen. Ja, das haben wir schon gesehen. Ja, ziemlich creepy. Ich finde es cool gemacht, wenn man so schwenkt, dann ist es so ein bisschen verschwommen. Wie im echten Leben, da sieht man auch nicht alles perfekt scharf, wenn man um sich guckt. Halte Umschalt links gedrückt, um zu rennen. Okay, ja, das kennen wir auch aus den Ego-Shootern. Springen können wir auch tatsächlich. So, hier kommen wir auch nicht durch, ist verkettet. Okay, ein Stein. Paranoia und so. Hier kommen wir auch nicht durch. Mal schwer davon aus, dass wir durch den Haupteingang nicht reinspazieren können. Das wäre auch ein bisschen zu leicht. Sehen wir da schon was durch? Ne, das spiegelt sich. Okay. Hier kommen wir. Ah. Nee. Lol. Was können wir da? Klingeln können wir natürlich auch nicht. Hallo, ihr Irren. Lasst mich rein. Okay, ich finde es auch ziemlich cool gemacht mit der Grafik, dass es hier ziemlich düster ist und so ein bisschen auch verschwommen. Nicht wirklich verschwommen, sondern so, kennen Sie die alten Fernseher, die alten Röhrenbildschirme? So ein bisschen so sieht es aus. Also meiner Meinung nach hier. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich durchkriechen. Ja, der duckt sich aber ziemlich tief. Achso, der ist ganz schön am Boden hier. Okay, hier können wir wahrscheinlich rein. Sieht zumindest aus wie eine Hintertür. Ups, lol. Ne, hier kommen wir auch nicht rein. Boah, die Kamera irritiert mich voll. Vor allem, weil die so extrem geile Auflösung hat. Okay, hier, da ist eine Treppe. Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du mit der Maus nach oben. Maus nach... Ja, habe ich jetzt nicht lesen können, aber ich denke mal, das war es mit dem Zoomen. Okay, coole Leiteranimation. Hat man auch nicht in allen Spielen, dass man dann tatsächlich sieht, wie man die... ja. Weiß jetzt gerade nicht, wie man das nennt, da zwischen den Leitern-Dingern, die greift. Meistens läuft man da einfach nur hoch. Ja, hier voll Jump'n'Run. Ja, schöne Geräuschkulisse hier. Was ist das hier? Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir da nicht hoch runterspringen müssen. Ja, wer hätte das nur erwartet? Drücke F. Während der Cam. F. Okay, Batterie. Oh, bitte nicht mit Batterie, ey. Das kann es doch jetzt nicht sein, oder? Boah, da sieht man ja wahnsinnig viel. Zersprungenes Glas. Das ist eine Tür. Kann ich jetzt wieder ausmachen? Ja, nice. Okay. Also wenn ich das dann hier wieder ausmache, genau, dann... Ja, egal. Oh. Okay. Das hat mir keine Angst gemacht, nee. Alles gut, alles safe. Ich bin noch ganz munter drauf.
So, ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt schön ein ablachen, was ich für eine Pussy bin. Aber das ist mir egal. Linke Maustaste. Ist ja gar nicht gruselig und so. So, einfach durchlaufen, alles klar. Haben wir schöne Hände. Boah, ist das krank. Oder halte linke Maustaste gedrückt. Okay, da blinkt was. Ah, okay, noch eine neue Akte. Die lesen wir gleich mal. Dann wird es wieder hell im Bildschirm. So, wieder Murkoff, Psychiatrix-System. Alter, achso, hier so eine Patientenakte wahrscheinlich. Mount Massive, Fall Nummer 174, okay. Billy. Erste Patientenbefragung 2009. Alter des Patienten 19. Geschlecht männlich. Behandelter Arzt Dr. Karl Hasten. Okay. Therapiestatus. Entschuldigung. Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik, Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arithmetische REM und oder NREM-Zyklen, Lachen in NREM-Phase. Okay, im Groben und Ganzen, da ist irgendwas nicht ganz gut gelaufen, also besorgniserregend, das ist das einzige Wort, was mich gerade, ja, sorgt. Aber die anderen Fachbegriffe verstehe ich nur Bahnhof. So, ist hier noch irgendwas? Mein PC. Oder ist es überhaupt ein PC? Ich denke mal schon. Warum sollte ein Bildschirm stehen ohne ein PC? Ah, warum macht der Reporter auch solche Sachen? Das gibt's doch gar nicht. Oh. Lol. Und wir sind ja heiß. So. Okay. Geister. Da können wir natürlich nicht rein. Hätte das erwartet. Cola können wir uns auch... Okay, Cola können wir uns auch kaufen. Mülleimer können wir nicht plündern. Warum habe ich gerade Angst, mich umzudrehen? Ich tue es einfach. Gut, da ist nichts. Puh. So, was können wir hier machen? Oh, da liegt was. Batterien, oder? Batterien benötigst du für Infrarotlicht deines Camcorders. Du kannst die Batterien... Ja, geil, wenn man nicht so schnell lesen kann. Jetzt können wir hier noch irgendwas machen. Was ist das denn da? Das sieht irgendwie aus wie so ein Stück vom Darm oder so ein Tumor, keine Ahnung. Ziemlich eklig auf jeden Fall. Können wir jetzt hier rein? Nice. Können wir da jetzt nicht rein? Ich jetzt verarschen, ich weiß ja schon nicht weiter. Hier vielleicht rein? Also ist gar keine Tür, das ist so ein Schrankwand. Boah, ich hasse es bei Horrorspielen, dass man nicht weiß, wo man hin muss. Da muss man nicht lang. Puh. Okay. Ah, hier geht's noch lang. Alles klar. Ah, hier ist jetzt noch eine Batterie. Ziemlich creepy, dieses Spiel. Kann man nix sagen. Also, geil gemacht von der Stimmung her. Bloß ich weiß jetzt noch nicht weiter. Das ist geil. Muss ich vielleicht hier irgendwie... Kann ja sein. vielleicht muss ich da hinten noch lang. Raus muss ich wahrscheinlich nicht. Ha. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich wollte es da eigentlich runter. Kann sich da nicht irgendwie fallen lassen? Hä?
Nee. Oder ich mache irgendwas falsch. Ich weiß es nicht. Aber meine Batterie ist bald leer. Deswegen mache ich jetzt hier mal aus. Puh, gibt es hier nicht irgendwie so ein wegweisendes Tool? Kann ich auch nichts machen? Oder ich bin gerade irgendwie total doof und weiß echt nicht, habe irgendwas Wichtiges übersehen hier. Boah, ich sollte mal hier das Ding wieder ausmachen, ey. Sonst, da war ich drin, ganz sicher. Da können wir nicht rein. Ja. Hier können wir offensichtlich auch nicht rein. Und hier können wir nichts mehr machen. Oder kann ich mir... Kann ich mir gerade was kaufen? Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gesehen. Nee. Ah, lol. Lol. Alles klar. Ja, damit verabschiede ich mich für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Und die Gruselei geht weiter und mit tropfendem Blut verabschiede ich mich von euch und ja, bis zum nächsten Part. Ciao.